Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Oh, shit! Alter, was geht denn jetzt ab? Du Kacke, Alter. Ja, Hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam an. Augen aufhalten. Ist es jetzt... Nee, ist es nicht. Wieso war denn das jetzt... Nee, es wurde doch sogar angezeigt, dass ich das... Was hab ich denn da falsch gemacht? Guck mal, warum geht denn das nicht mehr? Ah nee, ich drück den falschen Knopf, wa? Welcher Knopf war denn das? Der war's nicht. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh! Oh, Johnny! Depp, ne Spaß. Okay, Leute, ja. Das war ein überraschender Anfang. Wie kann man das denn... Oh, Leute, ich komme schon wieder so durcheinander. 80 Milliarden Spiel wieder am Zocken, lächerlich. Aber egal, ich gehe eh auf Headshot. Da gibt es einfach mehr Erfahrungspunkte für uns. Als wenn ich die jetzt abfackel. Okay. Gehen Sie bitte, please, da durch. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Argument. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Wir haben Feindkontakt! Nein! Oder war das im Kopf? Nein, das war nicht im Kopf, es war in die Schulter. Seit wann sterben die? Oh, ja. Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Okay. Das wird schon wieder. Sie ist von da drüben versperrt. Nee, ist gut. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Ja, dann ist ja gut, ja. Was labert die für eine Scheiße, die Alte? Das ist unser Schicksal, abgeschlachtet zu werden, oder was? Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Ja. Die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die... Natürlich habe ich den Namen nicht wieder drauf, aber die Rothaarige aus Game of Thrones. Die mit Jon Snow gebumst hat. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. Mir liegt der Name irgendwie auf der Zunge, aber ich... Ne, ich komme nicht drauf. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Okay. Eine Art Waffenlager. Oh, was kommt jetzt? Das sollte gehen. Explosiver Pfeil? Sag's bitte. Granatenpfeil, Alter, krass. Alter, jetzt wird's lustig. Ja, ohne Witz, sie ist wie MacGyver, nur dass sie geil aussieht als MacGyver. Obwohl, der hätte eine bessere Frise. Boah, so ist es nun mal. Was ein soll man sagen? Ein Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Achso, ich muss da wieder hoch. Ja. Von der Tür! Geil! Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst.
aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Granatenpfeil herstellen. Ygritte hieß sie, oder? Jetzt bin ich, glaube ich, ganz... Ich glaube, so hieß sie. Ist auch egal. Okay, erstmal das hier untersuchen, bitte. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Okay. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Okay. Oh, au, ja, hier ist auch ein Lagerfeuer. Natürlich, klar. Erstmal abchillen. Eine Runde. Okay, Moment. Ich glaube, hier hatten wir nichts mehr. Komm, ich mach das Überleben, dann mach ich voll jetzt. Ja klar. Nehmen wir doch gleich das hier. Streubombenfall. Was geht? Und Waffen können wir auch nochmal kurz aufrüsten. Den nicht. Ich finde immer so wenig Sachen, Alter. Ich sammle doch voll krass, bin ich der Meinung. Also, geht vielleicht noch ein bisschen besser, da klar, aber ich bin der Meinung, ich sammle schon sehr viele Sachen und trotzdem kann ich immer so wenig upgraden. Das macht mich traurig. Traurig macht mich das. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Oh, shit. Guck mal, wie ruhig sie bleibt. Als wär's nichts. Spring, Lara! Lara, ich bin hier. Aber ups. Wir stehen unter Helikopter. Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Ziehen Sie Trinity's Aufmerksamkeit auf sich! Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Wir hatten Dinges ausgewählt. Wer hat die Feuerpfeile ausgewählt? Welcher Halunke war das? Boah! Oh Gott, bist du verblödet. Das war ja schon wieder eine spitzenmäßige Aktion. Ach so! Ach so, wenn man nochmal ranzoomt, dann wird eben das angezeigt. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Warum wird mir die Scheiße nicht angezeigt? Muss doch mal jemand sagen, ich mach das da normalerweise gar nicht. Guck mal, jetzt wird's nicht angezeigt. Seht ihr das? Ist ja voll doof.
Ich seht ihr, das meine ich, das habe ich nämlich schon mal erwähnt. Ich versuche jetzt auf Krampf den Headshot rauszuholen, um möglichst viele Erfahrungspunkte rauszuholen. Normalerweise könnte man die ja auch einfach töten, aber ich bin ja so busslass. So busslass! Zack, Junge. Ich frage mich ja, ob wir jetzt so langsam eigentlich alle Fähigkeiten, nicht Fähigkeiten, sondern alle Ausrüstungsgegenstände haben. Das Explosive hat uns ja auf jeden Fall noch gefehlt. Da waren wir auch schon an einigen Stellen, wo man das gebraucht hätte, um weiterzukommen. Oder reinzukommen. Naja, wir haben natürlich noch nicht alles. Unter anderem das Atemgerät fehlt natürlich. Klar, natürlich. Ja. Ach du Scheiße. Geh weg, Junge, du fasst aus wie meine Headshot-Kette. Kannst du mal bitte... nicht mit mir, Junge. Wie, wann ist meine Headshot-Kette kaputt gegangen? What the fuck, was ist das? Hab das gesagt? Was ist hier los? Ich steck fest! Alter! Wann ist meine Headshot-Kette kaputt gegangen? Damit ist mein Junge. Hä? Ich hab den doch da oben auch mit Headshot weggemacht. Oder ist 10 das Maximum oder was? Das Das ist ein bisschen verwirrend. Na gut, egal, was soll's. Ist hier noch was? Nee. Kann man hier hochklettern vielleicht? Nee. Ein mächtigen Badaboom! Ja, Mann, geil. Sagt es irgendwie fast in jedem Let's Play, wo es irgendwie Explosionen gibt, obwohl ich eigentlich Mila Jovovich überhaupt nicht mag als Schauspielerin, aber in dem Film geht die schon in Ordnung. Oh mein Gott! Oh mein Gott, bitte nicht, please! Man muss auch sagen, auf dem Schwierigkeitsgrad, wo ich spiele, stellen die sich jetzt auch nicht unbedingt so heftig krass an. Also muss man so ehrlich... Oh, ich bin natürlich genau... Ich dachte, ich gehe gerade davon weg und nicht direkt da rein. So ehrlich muss man natürlich auch sein, ist ja klar. Kommt mir das Ziel ein bisschen langsam vor. Was ist denn hier los, Alter? Naja, nicht übertreiben, aber so. Schon, glaube ich, besser. Okay. Was ist das hier für ein Problem? Habe ich jetzt hier noch irgendwas übersehen? Bist du da?
Verdammt! Haltet durch! Schon unterwegs! Funkgeräte. 1 von 6. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Okay. Tja. Oh, shit. Ich habe keine Pfeile mehr. What's going on, man? Alter, wie hält die Knarre? Wie ein realer Gangster auf jeden Fall. Warum nimmt die Pfeile dann nicht, wenn wir keine mehr haben? Muss ich selber welche herstellen? Ernsthaft? Hey, warum nimmt die Pfeile nicht? Das raff ich jetzt nicht. Ach so, weil das sind spezielle Pfeile. Ah, okay. Nicht richtig hingesehen. Nicht richtig hingesehen. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen, oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Krasse Worte, Mann. Dein Ernst? Und tschüss. Ja, also. Was geht denn da? Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie komische Aktion hier vollführe? Gut, was jetzt keine komische Aktion ist, den Part hier zu beenden. Das ist nicht komisch, das ist eher traurig für euch, weil. Jetzt müsst ihr auf den nächsten Part warten. Ja, wenn ihr wollt, dass er schneller kommt, dann überweist mir jetzt euer ganzes... Nein, Spaß, Mann. Ja, trotzdem endet es hier an dieser Stelle. Fand ich auf jeden Fall einen guten, actionreichen Part. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, beim nächsten Mal geht es natürlich weiter. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt, lasst gerne eine Bewertung da. Und haut rein. Tschüss.